Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den Riesen-Adventskalender von Brandon News für euch. Also wenn ihr Bock drauf habt, mit mir zusammen zu schauen, was sich da drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender ist riesengroß. Er ist wirklich riesengroß. Er steht auf dem Boden und man sieht immer noch so viel davon. Ich werde ihn gleich aber hochstellen und ihn dann nach und nach mit euch auspacken. Und ja, er enthält Food, also Yum-Yum-Produkte. Ich gucke mal, ob da etwas für unser Abendbrot mit dabei ist, denn es ist 18.41 Uhr am 6.12.2020. Ja, ich packe noch ein paar weitere Adventskalender aus. Und ja, ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal rein, oder? Uff. Ich wollte ihn gerade hochheben. Das ging nicht so einfach durch. Er sieht schon ziemlich imposant aus. Ne? Darüber kann man, also, ne? Richtig krass. In den riesengroßen Kläppchen haben wir so ein bisschen Strohgedönsen drin, was ich ganz cool finde. Und als erstes werden wir begrüßt von Blockhaus grüner Knoblauchpfeffer Spezialwürzmittel. Das finde ich cool, das gefällt mir. Sowas kann man gut über Steaks drüber machen oder über irgendwas, ne? Finde ich ganz nice. Wie viel ist denn da drin? 50 Gramm. Das dürfte auch Full Size sein. Wir haben auch noch so ein Kärtchen mit drin. Da stehen ja auch die Preise drauf. Richtig geil. Ja, und das kostet 2,89 Euro. Voll gut. Mit frischem Akku und der Nummer 2 geht es nun weiter. Da habe ich von Rittersport die bunte Vielfalt. Cranberry-Nuss ist hier enthalten. Und ich glaube, dass das auch etwas für meinen Freund sein könnte. Darüber könnte er sich freuen. 1,17 Euro kostet das Schätzelein. Und ja, einfach mal eine große Rittersport-Tafel. Ist ganz cool, oder? Einmal kurz Daumen hoch für diese scharfe Winter-Leggings, die ich extra angezogen habe. Das ist praktisch, kann man aber auch gut gebrauchen, ne? Tic Tacs für 89 Cent. Ja, die X-Fresh-Geschichte. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Doch, steht neu dran, ne? Ist zuckerfrei. Und ich habe die Richtung Strong Mint. Man hätte auch Cherry Menthol hier mit drin haben können. Das finde ich aber eigentlich ganz cool. Und ja, ist mal eine schöne Alternative zu einem Kaugummi und können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Also praktisch. Praktisch wird der Inhalt so oder so sein. Hatten wir nicht irgendwann auch sogar mal, irgendwer hatte doch, glaube ich, mal Butter drin. Oder war das eine spezielle Edition von dem Brand News Adventskalender? Keine Ahnung. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass wenn man eine Familie hat, so mit Kindern, ne, und man den Adventskalender dann irgendwie so in die Küche stellt, dass die Kinder das extrem feiern, dass das Ding genauso groß ist wie die selbst und die dann die Kläppchen öffnen können und die Produkte rausholen. Deswegen, das ist schon cool. Hier habe ich jetzt in der Nummer 4 Erdnussbutter von Centis drin, 90% Nusscrunchy. Mag nicht jeder. Aber ich finde, das ist so ein typisches Produkt für die Adventszeit. 350 Gramm sind in diesem Oschi enthalten und es kostet 2,89 Euro. Also ist schon eine schöne Geschichte. Das ist praktisch. Von Barilla Pesto Basanico e Peperoncino. Das ist einfach mal ein Pesto und das ist in der Nummer 5 und das kostet 2,99 Euro. Und ja, Pesto mal eben kurz über Nudeln, wenn du mal ein schnelles Abendbrot oder ein schnelles Mittagessen haben möchtest, finde ich ganz nice. Hatten wir auch, glaube ich, im Degusta-Box-Adventskalender drin. Es ist einfach praktisch, ne? Weil gerade die Weihnachtszeit ist super stressig und dann kann man einfach mal das Ganze etwas entschleunigen. In der riesengroßen Nummer 6 haben wir ein schönes Produkt von Loka drin, White Coconut. Und ja, das sind halt so Jamsels, die du mal eben schnell auf den Kaffeetisch stellen kannst, ne? Finde ich ganz nice. Kostet 2,49 Euro. Hätte ich mir so im Laden ehrlich gesagt nicht mitgenommen, weil Kokos und ich sind nicht die besten Freunde. Aber ich glaube, dass Kokos mit weißer Schokolade ganz geil schmecken kann. Cool. In der Nummer 7 haben wir, also quasi für mich morgen, weil ich ja am 6.12. drehe, einen Taschenkuchen. Low Sugar, Sugar Pocket Cake mit Nuss. Das ist sehr, sehr nice. Kann ich gut mit zur Arbeit nehmen. Kostet regulär 1,49 Euro. Und hier steht halt wirklich beschrieben, was das so ist. Und ne, ist Werbetext, bla bla, ganz cool. Ballaststoffreich, für Veganer geeignet. Haferflockenriegel mit weniger als 1 Gramm Zucker. Ist nett. Also auch was zu trinken darf nicht fehlen. Ne? Haben wir hier in der Nummer 8. The Winter Edition von Red Bull. Gletschereis und Himbeere. Energy Drink. Belebt Geist und Körper. Das ist dieses Produkt. Ja, passt auf jeden Fall in deinen Adventskalender irgendwie mit rein, finde ich. 1,39 Euro kostet das regulär. Ist eine Dose, ne? Geil. Jetzt gerade, wo ich die Nummer 9 gesucht habe, fällt mir auf, dass wir hier
für den ganzen Januar-Kläppchen haben. Also 31, wie geil ist das denn? Ja, hier haben wir einfach mal Cappuccino drin. 2,99 Euro kostet das normalerweise. Ist von Melitta etwas. Typ Instant Cappuccino, Cookies and Cream. Ich glaube, sowas gönne ich mir mal. Ey, ohne Witz, ne? Ich habe sowas schon Ewigkeiten nicht mehr getrunken. Ich trinke mir wohl so Bohnenkaffee. Wir haben ja unsere Jura-Maschine hier stehen. Und die ist schon Asbach uralt. Die habe ich, boah, ich glaube, die kommen von 2012 oder so. Und 2014, als die Firma, wo ich da quasi zu dem Zeitpunkt war, geschlossen wurde, habe ich die Kaffeemaschine mitgekriegt, ne? Und warum wohl? Hm? Kaffee-Junkie und so. Naja, auf jeden Fall, ja, habe ich Ewigkeiten keinen Instant Cappuccino mehr getrunken und ich glaube, es ist mal wieder Zeit dafür, denn Cookies and Cream ist doch mal eine coole Geschichte. Cool. Und das ist neu. In der Nummer 10 haben wir was zum Backen drin. Das kostet je 79 Cent. Das sind natürliche Farben von Ruf. Vegan, glutenfrei, natürliche Farbe aus Pflanzen. Einmal in Pink und einmal in Grün. Wenn man dann jetzt einfach die Weihnachtsbäckerei zu Hause eröffnet, kann man die auf jeden Fall mit einspielen lassen. Vielleicht, wenn ich mal Muffins backe oder Cupcakes oder sowas, muss ich mal schauen. Ich bin ja nicht so die Backfee, ne? Aber es ist ganz nett, dass hier auch was zum Backen mit dabei ist. Das finde ich geil. Vielleicht essen wir uns heute Abend Milchreis. Und hier haben wir von Uncle Ben's Milchreis. Perfekt in 5 Minuten. 220 Gramm. Ja, und das kannst du mit Milch machen. Und dann hast du das fertig. In der Mikrowelle 2 Minuten, auf dem Herd 2 Minuten. Voll geil. Und da sind ja 1,99 Euro Wert drin. Ganz genau. Finde ich cool. Doch, das ist schön. Sowas mag ich gerne. Kindheitserinnerung, Milchreis. Oh, wenn hier jetzt noch irgendwie was Kirschenmäßiges drin ist, dann feiere ich eine Party. Aber Zimt und Zucker müssen wir auch zu Hause haben. Das essen wir uns. Wobei das nur eine Portion eigentlich ist, ne? Wir gucken mal, was hier noch so drin ist. Aber ich glaube, damit könnte ich meinen Freund auch echt glücklich machen, weil er sowas auch gerne mag. Eigentlich haben wir jetzt die Halbzeit, aber das geht ja bis zum 31. Ich freue mich wie Bolle. Das haben wir schon öfters mal auch in der Degusta-Box drin gehabt. Das sind Jelly Bellies, 10 verschiedene Geschmacksrichtungen. Jelly-Bohnen kostet normalerweise 99 Cent und das erinnert mich immer an Harry Potter. Kannst du sagen, was du willst, ne? Finde ich richtig cool. Oh, vielleicht mache ich das dann zu dem Milchreis, denn hier haben wir von Bio Do in der Nummer 13 eine Mousse au Chocolat in 3 Minuten fertig. Das ist vielleicht auch was ganz Cooles für meinen Freund. Eine feine Nachspeise. Hm, kostet normalerweise 1,99 Euro. Oha, nicht schlecht, Herr Specht. Ist cool. Auch die Nummer 14 könnte was für meinen Freund sein, denn er mag gerne Apfeltee. Das ist Sweet Apple Organic Fruit Infusion with Apple and Cinnamon mit Apfel und Zimt. Der verzauberte Apfel. Wenn Zimt in einer Fantasy-Geschichte eine Rolle übernehmen würde, wäre Zimt ein Zauberer. Es ist unglaublich, welche Geschmackspower in der Rinde des Zimtbaumes schlummert. Erst einmal befreit, verschmilzt sie mit dem betörend süßen Apfel und macht ihn mal eben zur Nascherei. Sein Duft und sein Geschmack wecken Gefühle von Gemütlichkeit und Wärme. Mit Organic Sweet Apple zeigt sich Zimt von seiner besten Seite. Und da sind auch noch Alliterationen inklusive mit dabei bei dieser ultrascharfen Produktbeschreibung. Finde ich super. Kostet regulär im Laden 3,49 Euro. Ist von Teekanne und oder von Teekanne Organics. Ist ja diese spezielle Reihe von denen. Genieße dein fruchtig-süßes Teeerlebnis mit einer feinwürzigen Zimtnote. Ja, mal gucken, ne? Ist auf jeden Fall weihnachtlich. Mit der Nummer 15 fällt mir gerade ein, dass ich eigentlich übers Wochenende den Auftrag bekommen habe, Schoki-Nachschub für die Firma zu besorgen. Habe ich jetzt gemacht. In diesem Falle ist das ein Kinderriegel. 10 Riegel. Wobei auch da, wenn ich die zu Hause stehen lassen würde, wären die wahrscheinlich morgen Abend, wenn ich nach Hause komme, von der Arbeit schon wieder leer. Hier steht jetzt kein Preis drauf, aber ich glaube, sowas kostet ja auch seine 3 Euro irgendwas, ne? Deswegen finde ich das ganz nett und ich liebe Kinderriegel. Oh, ich liebe Kinderschokolade. Ich kann da nie alt genug für sein, Leute. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man mit Kinderschokolade aufgewachsen ist, oder? 89er Jahrgang bin ich ja und da hatte man auch schon Ü-Eier und allen Kram. Oh, ein Traum. Warum habe ich mir eigentlich nicht den Kinderschokolade-Adventskalender geholt dieses Jahr? Man weiß es nicht. In der Nummer 16 haben wir einen Aufstrich, den hatte ich schon mal von Allos. Der ist schon gewöhnungsbedürftig und wenn ich mir dann mein Frühstücksbrot auf der Arbeit geschmiert habe, kamen auch manchmal die Leute in die Küche und sagten, puh, Claudi, was machst du denn da? Ja, das ist ein Linsenaufstrich mit Berglinse, Lauch und Paprika und der riecht schon intensiv, der schmeckt auch intensiv. Aber ich mag ja super gerne dieses Herzhafte kombiniert mit dem Süßen. Das heißt, ich habe dann immer eine Scheibe Brot genommen, die eine Hälfte habe ich mir damit sowas geschmiert und die andere Seite dann mit Marmelade zum Beispiel. Deswegen, ja, kostet 2,59 Euro und ja, finde ich ganz nett.
die Nummer 17 läutet die Weihnachtswoche ein. Und hier haben wir etwas drin, was ich jetzt auch schon in der ein oder anderen Beautybox tatsächlich schon drin gehabt habe. Von Kellogg Raw Fruits, Nuts and Oats, Kakao und Haselnuss. Den habe ich auch schon öfters mal gegessen. Der kostet 1,49 und der ist ganz lecker. Ne? Der ist halt wirklich nicht so, dass du den mal eben so schnell wegschnabulieren kannst. Du hast da ein bisschen länger was von und auch ein bisschen mehr zu kauen. Und das finde ich eigentlich an diesem Müsli-Riegel ganz gut. Hat aber auch ganz schön viele Kalorien, Leute. Da schaut man sich ja echt um, ne? Also hier sind 45 Gramm drin und dieser Riegel hat 225 Kilokalorien, was ich hart finde. Aber es ist lecker und das ist so pseudo-gesund. Auch dieses Produkt in der Nummer 19 scheint keinen Preis zu besitzen. Fuse Tea ist das. Limited Edition, heiß und kalt mit schwarzem Tee, Apfel, Zimt. Wahnsinn. Ja, warum eigentlich nicht, ne? So ein Getränk ist jetzt auch wieder mal ganz nice zwischendurch. Und hier hast du auch noch Pfand drauf. Ich weiß nicht, warum bei manchen Produkten kein Preis beisteht. Vielleicht, weil das halt regional bedingt unterschiedliche Preise sind. Keine Ahnung. Aber hier würde ich auch sagen, dass es irgendwie 1,50 wert hat oder so. Ich lehne mich da jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ja, kann wohl, ne? In der Nummer 19 haben wir etwas drin, was wir bei uns halt zu Hause sehr gut verwenden können. Und zwar ist das Bohnencafé, 10 Jahre Selection des Jahres oder Selektion des Jahres, die Bella Crema mit zarter Nougat-Note. 250 Gramm sind hier enthalten. Im Handel gibt es das nur mit 1000 Gramm, also mit einem Kilo für 12,99 Euro. Und ja, das werden wir aber auf jeden Fall mal zu uns nehmen. Es wird nicht lange reichen, aber ich finde, zarte Nougat-Note wird mein Freund sehr freuen, weil er sowas auch gerne mag. Und ja. Finde ich schön. Mindestens 30% zertifizierter Kaffee finde ich auch ganz nett. Rainforest Alien Certified, ne? Machst du nichts falsch mit. Noch mehr Schnabulierereien für die Arbeit. Oh, meine Kollegin wird sich sehr freuen. In der Nummer 20, herzlich willkommen im 20er Bereich, haben wir Milka Tender mit Milch. Oh, die sind so lecker. So fies, ne? Schnell auf den Hüften. 1,99 € kostet diese Packung. Ja, 5 Stück sind hier drin. Das wird ein Fest auf der Arbeit. Eigentlich hätte ich diesen Adventskalender mit meinem Freund auspacken sollen, denn der wäre gar nicht aus dem Staunen herausgekommen. Dieses Produkt in der Nummer 21 hatten wir, glaube ich, auch immer in einem anderen Adventskalender. Oder ich hatte den in der Degusta-Box an sich letztens drin. Von Finn Crisp. Das sind Roasted Peppers and Chipotle Tasty Rye Snacks. Also das sind Roggensnacks. Die hatte ich ihm dann nämlich gegeben, beziehungsweise er hatte sich die dann aus unserem Süßigkeiten-Vorratsschrank genommen und er hat sie genossen. Und ja, die kosten normalerweise im Handel 2,39 € und er hat sie sehr gefeiert. Und ich glaube, wenn ich ihm die gleich wieder hinstelle für heute Abend zum Snacken, wird er sich mega freuen. Ich finde die übrigens auch sehr lecker. Das ist schon die dritte Packung davon quasi, die ich habe. Ich habe davon auch schon mal eine aufgegessen, fand sie auch sehr, sehr geil, weil das halt etwas ist, wo du halt nicht die ganze Zeit nur am Futtern bist und gar nicht aufhörst, weil du gar nicht satt wirst. Dieser Roggen, der da drin ist, der macht schon satt. Das finde ich ganz angenehm und die sind halt schön gewürzt. Ne? Das ist schon cool. Die zweite Schnapszahl, die Nummer 22, beinhaltet etwas von Freche Freunde. Rosinchen. Aha, kostet 99 Cent. Finde ich ganz witzig. Ja. Was ist das überhaupt? Die kannst du so zwischendurch essen, ne? Bio-Rosinen ohne Zusätze. Das ist einfach in so einem Snack zwischendurch. Ist ganz nett. Ja, ne? Kann man auch nichts mit falsch machen. Ist lecker. Schön, in der Nummer 23? 23, der Tag vor Heiligabend, haben wir gleich zweimal von Kellogg Plant Protein Crunchy Müsli Dark Choco and Coconut. Das hatte ich oder habe ich sogar in groß tatsächlich da. Das muss ich recht schnell essen, weil das nur bis zum 25.01.2021 haltbar ist. Aber da hast du halt jeweils eine Portion, finde ich ganz nice. Und die kosten jeweils 79 Cent und im Handel gibt es das halt in einer 300 Gramm Größe für 3,99 € steht hier drauf. So. Nett. Man muss halt Kokos dafür mögen, ne? Aber so im Müsli mag ich das eigentlich wohl. Das Einzige, was mich an dem Müsli stören könnte, wäre quasi die Schokolade, weil das mag ich irgendwie nicht im Müsli. Ich weiß nicht warum, ich bin da merkwürdig. Zu Nummer 24 haben wir etwas drin, was ich okay vom Geschmack her finde. Das habe ich tatsächlich jetzt auch letztens mal beim Videoschneiden immer wieder gegessen. Von Manna Mozart. Das sind diese, ja, Mandel-Haselnuss-Waffeln, ne? Die halt mit Schokolade überzogen sind und die schmecken dann halt auch so ein bisschen wie Mozartkugeln. Kostet 2,99 €, ist halt das Weihnachtsprodukt. Ja, ist okay. Ich mag es halt nicht so ultra gerne, ne? Aber ja, kann man essen, definitiv. Ich finde es halt sehr intensiv, aber ich denke, ich werde es sogar auf die Arbeit stellen. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, denn jetzt haben wir noch die 29 und die 30. Also 25, 26, 27, 28 gibt's nicht. Es gibt nur 29 und 30. Keine Ahnung. Ich bin verwirrt.
Ich hatte es so gehofft und wir haben es drin. Ein bisschen Glück ergibt immer Sinn. Glück passiert aus Holunder, purer Genuss ohne Kerne und Stückchen. Das ist das hier, 230 Gramm sind enthalten. Wusste ich gar nicht, dass sie sowas auch in passiert anbieten. Kostet 2,49 Euro bis 2,99 Euro, je nachdem. Keine Ahnung, was jetzt wie viel kostet. Von bis, je nachdem, wo du es kaufst. Keine Ahnung. Ja. Mag ich gerne sowas, ne? Wie gesagt, sowas dann mit dem Linsenaufstrich und dann Frühstück, Claudi ist fröhlich. Oder sollte das vom 29. Dezember bis zum 24.12. gehen? Ich glaube schon, ne? Weil das hätte Sinn ergeben, weil der November hat 24 Tage vor allem, hat 30 Tage und so wäre das halt total random. Und der Adventskalender kam auch tatsächlich recht spät im November bei mir an. Also ich glaube, ich hätte dann tatsächlich schon den aufmachen dürfen. Okay, wir haben in der Nummer 30 einfach mal Hörnchen. Birkelhörnchen aus Hartweizen und Frischei. Das sind Nudeln, die kann ich super für Nudelsalat verwenden. Kochzeit 7 Minuten. Jo, läuft, ne? Finde ich echt cool, einfach mal eine Packung Nudeln hier reinzupacken. Bratwurst-Mangold-Nudeln. Da hast du hier dann ein Rezept Nummer 50. Kriegst du dann wahrscheinlich auf der Homepage. Ne, das steht hier hinten sogar drauf. Geil. Das finde ich ja cool. Was ein imposanter Adventskalender. Also allein das Thumbnail zu machen, hat mir schon Spaß bereitet. Den auszupacken fand ich extrem cool. Finde ich den jetzt besser als den von Degustabox? Ich glaube, die tun sich da nicht viel. Nee, muss ich ehrlich sagen, der Degustabox war halt nicht so hoch. Dafür konnte man den halt so aufklappen. Der war halt auch schön groß. Sperrig sind sie alle beide. Brauchen wir gar nicht drüber streiten, ne? Aber der war schon cool gestaltet, hat mir gefallen. Und ich glaube, dass der halt auch eine gute Nummer ist, genauso wie der Degustabox halt auch, für eine ganze Familie, ne? Hier hast du im Prinzip noch zwei Produkte mehr mit dabei. Und ja, ich weiß nicht. Den Degustabox, den werde ich mir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal wiederholen. Bei dem hier weiß ich es nicht, muss ich einfach mal schauen. Angesprochen hat er mich definitiv. Und wir haben hier echt coole Produkte drin, ne? Also fast hat mir da irgendwas nicht von geschmeckt. Ich glaube, so gut wie alles hätte mir jetzt oder wird mir in der Zukunft auch schmecken, ne? Finde ich cool. Und das war er nun, der Brand News Adventskalender. Das war echt eine leckere Adventszeit, ne? Oder wird es werden vor allem. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!